In diesem Video reisen wir mit dem Zug durch Norditalien. Neben meiner intensiven Suche nach Altbaueisenbahn besuchte ich auch ein berühmtes Museum mit einem Flugzeugwrack. Auch ein Blick in die Kultstädte wie Florenz, Pisa oder Milano durfte natürlich nicht fehlen. Und natürlich muss auch ein italienischer Nachtzug getestet werden. Und damit nun ein ganz herzliches Willkommen hier zum zweiten Teil des Vlogs mit der Ordnungsnummer 59. Im ersten Teil habt ihr ja schon so einen kleinen Vorgeschmack auf Italien bekommen, indem wir durch die italienische Schweiz gereist sind. Hier mal ein ganz kurzer Rückblick dazu. In Teil 1 ging es über Zürich in die italienische Schweiz. Dort ging es dann in die Stadt Locarno und anschließend weiter nach Lugano, eine sehr sehenswerte Stadt am Luganer See. Und dann ging es mit dem Zug weiter an die italienische Grenze. Ja, und jetzt sind wir hier abends am Bahnhof von Chiasso angekommen, der Grenzbahnhof zwischen der Schweiz und Italien. Und von hier geht's jetzt mit einem italienischen Regionalzug nach Milano, also Mailand. Angekommen in Milano, Bahnhof Porta Garibaldi. Mein Tagesendziel für den heutigen Tag, wo ich auch übernachten werde, ist Reggio Emilia. Das ist nochmal ein gutes Stück hier von Milano entfernt. Und um dahin zu kommen, könnte ich jetzt den Freccia Rossa nehmen, den italienischen Hochgeschwindigkeitszug. Kostet aber 53 Euro, ist mir viel zu teuer. Dann nehme ich lieber hier einen Regionalzug mit einmal umsteigen in Piacenza. Und ja, dann bin ich um 22.41 Uhr heute an meinem Ziel. Mein Zug fährt allerdings vom Bahnhof Rogoredo und wir sind ja jetzt hier immer noch in Porta Garibaldi, also müssen wir jetzt noch den Bahnhof wechseln, um zum richtigen Zug zu kommen. Ja, und bevor ihr euch jetzt beschwert, warum ich nur so kurz in Mailand, da werde ich auf jeden Fall im Verlauf der Reise relativ am Ende nochmal vorbeikommen. Also Mailand, das zeige ich euch auf jeden Fall nochmal, aber heute steige ich hier nur um. Also in Milano, Mailand, ihr wisst, was ich meine. So, der Zug hat 25 Minuten Verspätung. Das ist in der Hinsicht scheiße,
weil ich in Piacenza nur 25 Minuten Umsteigezeit habe. Hundemüde, gute Nacht, bis morgen früh. Wunderschönen guten Morgen vom Bahnhof Reggio Emilia. Wir fahren jetzt noch mal ein kleines Stück zurück Richtung Norden nach Parma. Da wollte ich eigentlich übernachten, aber die Hotels waren viel zu teuer dort. Und dort gibt es eine schöne kleine Nebenbahn. Und wenn die Bilder, die ich im Internet gesehen habe, durch meine Recherchen, wenn die noch stimmen, fahren da schöne alte Dieseltriebwagen auf so einer netten kleinen Nebenstrecke von Parma aus. Und ja, das haben wir jetzt vor. Auf nach Parma. So, hier haben wir das hübsche Stück. Also um ganz ehrlich zu sein, so sehr hat mich diese Schmuddelkiste hier jetzt nicht abgeholt. Die Übersetzfenster konnte man auch nur einen mini kleinen Spalt öffnen. Und ansonsten, ja gut. Ich bin jetzt von Parma auskommend hier in Brescello angekommen und habe jetzt hier 45 Minuten Aufenthalt. Mal schauen, ob ich ein bisschen hier aus dem... Gut, Stadt kann man hier glaube ich sagen, das ist ein kleines Dorf. Ich zeige euch mal ein bisschen was aus dem Dorf jetzt in der Zeit und dann geht es wieder zurück nach Parma. Und dann fahren wir heute Mittag noch nach Bologna, eine relativ große Stadt, nicht weit von hier entfernt. Das ist der Plan. Jetzt dann.
Wir sind angekommen in Bologna Centrale. Also bei meinen Recherchen vor der Italienreise habe ich immer wieder gelesen, dass die zwei schönsten Strecken Italiens hier die Strecke von Bologna nach Florenz sein soll und die Strecke von La Spezia nach Genua. Der Strecke La Spezia Genua wenden wir uns morgen zu. Heute fahren wir dann von Bologna nach Florenz. Das ist eine Strecke, die auch durchs Gebirge führt. Und da gibt es Regionalzüge. Nach meinen Recherchen fahren da allerdings nur total hochmoderne Triebwagen, wie wir sie jetzt mit den letzten Zügen auch mitgefahren sind. Daher fahren wir dieses Mal das erste Mal mit einem Fernverkehrszug und zwar mit einem Intercity. Davor haben wir jetzt allerdings erstmal 3 Stunden Zeit hier in Bologna. Der Zug fährt 14.55 Uhr, jetzt haben wir 12.15 Uhr und vorher haben wir hier in Bologna noch was vor. Zum einen möchte ich euch natürlich wieder die Stadt hier ein bisschen zeigen. Bologna ist ja auch sehr sehenswert. Jetzt ist der Bus im Weg. Zum anderen möchte ich euch noch mitnehmen in ein ganz besonderes Museum hier. Das stelle ich euch jetzt auch gleich mal vor. Ja, und jetzt kommen wir zu dem wohl spannendsten Teil, dem Museum. Einem Museum, in welchem ein abgestürztes Flugzeug steht, welches wieder zusammengebaut wurde. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Flugzeug, welches abgestürzt ist, wurde wieder zusammengebaut. Kurz zur Erklärung, im Juni 1980 befand sich der Itavia-Flug 870, eine DC-9, auf dem Weg von Bologna, also von hier, nach Palermo. In der Nähe der italienischen Insel Ustica brach die Maschine auseinander und stürzte ins Meer. Höchstwahrscheinlich durch eine Bombe an Bord oder eine Rakete, die das Flugzeug getroffen hat. Was da genau passiert ist, ist bis heute nicht hundertprozentig geklärt. Jedenfalls haben die Flugunfallermittler auf der Suche nach der Absturzursache dieses Flugzeug damals komplett wieder zusammengebaut. Und dieses Gerüst, das sehen wir jetzt hier gleich in dem Museum. Das ist einzigartig auf der Welt und da bin ich jetzt schon mal echt gespannt. Also ich muss schon sagen, das ist echt ein komisches Gefühl, ein sehr überwältigendes Gefühl, dieses Flugzeug zu sehen. Vor allem, wenn man sich mal klar macht, der Gedanke daran, dass in diesem Flugzeug 81 Menschen gestorben sind, als es über dem Meer abgestürzt ist. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also das habe ich habe als Luftfahrtenthusiast schon viel gesehen und mich mit vielem beschäftigt, aber das hier hautnah mitzuerleben, also das hat mich jetzt echt das beeindruckt mich nachhaltig irgendwie. Vom Cockpit ist am wenigsten übrig geblieben, wie man sieht. So, ja, wie gerade eben schon erwähnt, das war sehr, sehr beeindruckend und ich sag mal so, ihr habt das alle gerade hinter einem Bildschirm gesehen, aber ich habe das gerade wirklich in Real Life mit meinen eigenen Augen gesehen, dieses zerfetzte Flugzeug und da kommen einem schon auch, wenn man ein bisschen ein empathischer Mensch ist, da kommen einem dann schon auch so ein bisschen die Emotionen hoch, also... Wie gesagt, in diesem Flugzeug saßen Menschen. Das muss man sich immer vor Augen halten.
Falls ihr euch für den Unfall dieses Flugzeugs hier in dem Museum nochmal etwas mehr im Detail interessiert oder euch im Detail nochmal ein bisschen mehr mit befassen möchtet, ich verlinke euch ein bisschen was in der Videobeschreibung. Da ist unter anderem auch ein sehr guter Podcast dabei, wo das echt sehr, sehr gut aufgearbeitet wurde. Es gäbe nämlich jetzt echt noch sehr, sehr viel dazu zu erzählen. Das würde allerdings den Rahmen sprengen. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen was von Bologna sehen. Und ich will euch ja noch ein bisschen Eisenbahn in Italien zeigen. Wir sind jetzt hier wieder am Hauptbahnhof von Bologna und hier müssen wir nochmals kurz über ein trauriges Ereignis aus dem Jahre 1980 sprechen. Und zwar, wir sehen hier den sogenannten Riss in der Bahnhofswand. Und zwar gab es im August 1980 einen Terroranschlag auf den Bahnhof von Bologna. Hier ist eine Bombe explodiert und da sind 85 Menschen ums Leben gekommen. War auch, ja, also die 1980er Jahre waren eine ganz, ganz schlimme Zeit in Italien in Sachen Terrorismus und so. Das war nicht mal 2 Monate nach dem Absturz von der Itavia 870. Die Itavia-Maschine, dessen Wrack wir ja vorhin gesehen haben, die ja auch höchstwahrscheinlich durch einen Anschlag zum Absturz gebracht wurde. Der Vorfall war im Juni 1980 und wie gesagt, der Anschlag hier, der war im Jahr, im August 1980, nicht mal 2 Monate später. Ja, und hier erinnert der sogenannte Riss in der Bahnhofswand an dieses traurige Ereignis. Und jetzt geht es, wie angekündigt, im Intercity nach Florenz. Und weil es auch nur 6 Euro mehr gekostet hat, erlaube ich mir mal wieder in der ersten Klasse zu fahren tatsächlich. Ist aber auch geil gemacht, wie einem hier einfach digital angezeigt wird, wo welcher Wagen ist. Angekommen in Florenz oder auch auf Italienisch Firenze am Bahnhof Rifredi. Ich fahre jetzt gleich weiter zum Bahnhof Santa Maria, das ist der Hauptbahnhof und dort ist auch die schöne Innenstadt von Florenz. Ja, jetzt mal kleines Zwischenfazit zur Eisenbahn oder zur gesamten Tour überhaupt. Also Italien ist landschaftlich sehr schön, auch die Menschen hier sind wirklich total nett, also richtig gastfreundliche, nette Gesellschaft. Die sprechen auch überwiegend Englisch, also als Tourist hat man es hier nicht schwer, man fühlt sich hier willkommen und es ist schön. Ja.
aus der Perspektive Eisenbahnfan muss ich ganz ehrlich sagen, langweile ich mich hier ein bisschen. Also die Züge sind überwiegend schon irgendwie alle sehr modern. Die einzige Zugfahrt, wo ich sagen muss, das war wirklich richtig geil, das war die erste Zugfahrt von Chiasso nach Milano, Porta Garibaldi. Also die erste Zugfahrt in diesem zweiten Teil des Vlogs. Das war mega. Aber sonst ist das alles hier so ein bisschen, ja, also da gibt's für mich irgendwie Spannenderes eisenbahntechnisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn die Landschaften, ich sag mal, sehr schön sind, irgendwie zu einer schönen Landschaft, auch wenn die Eisenbahnstrecken und die Landschaft hier so schön sind, so muss ich trotzdem sagen, irgendwie für mich, und das ist jetzt aber auch nur meine subjektive Wahrnehmung oder meine Meinung, auf eine Eisenbahn bei einer landschaftlich so schönen Strecke, da gehören für mich Übersetzfenster einfach drauf. Also irgendwie, das gehört für mich einfach dazu, dass man die Landschaft auch irgendwie am offenen Zugfenster genießen kann. Mal gucken, was mich noch erwartet. Heute ist ja nicht der letzte Tag. Ich habe jetzt ja hier noch heute den Tag in Florenz und dann geht's heute Abend nach Pisa und dort ist meine Unterkunft für heute Nacht. Und morgen sind wir dann an der Westküste unterwegs. Noch ein schöner Abend hier in Florenz. Ich wusste, dass Florenz schön ist, aber so schön, das hat meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Das kann ich nur weiterempfehlen, nach Florenz zu reisen. Ja, ich bin jetzt hier wieder am Bahnhof und laufe jetzt zu Gleis 3 nach hinten. Ja, hier muss ich. Und dann geht's ja, wie gesagt, nach Pisa heute Abend. Pisa hat auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Allerdings bin ich heute Abend so tutti kaputti. Ich bin echt müde. Ich werde euch die Stadt morgen dann bei Tageslicht zeigen. Der Wetterbericht sagt, dass morgen auch endlich mal, was das Wetter betrifft, ein schönerer Tag sein soll. Die letzten zwei Tage war es ja echt sehr, sehr düster und bewölkt. Mein Zug, der sagt Tschüss. Ich freue mich aufs Bett und dann bis morgen.
Ich bin erwacht und die Sonne lacht und das bereitet mir eine riesengroße Freude, nachdem die letzten Tage so trübsinnig gewesen sind. Ja, ich habe heute ein bisschen länger geschlafen, es ist schon 9 Uhr. Ich werde mir jetzt erstmal die wunderschöne Stadt Pisa anschauen, natürlich auch das Wahrzeichen von Pisa, den schiefen Turm von Pisa. Und dann geht es heute an die schöne Bahnstrecke an der Meeresküste entlang zwischen La Spezia und Genua. Da freue ich mich schon drauf. Stadt von Pisa angeschaut und jetzt bin ich wieder zurück am Hauptbahnhof von Pisa, Pisa Centrale, und jetzt führt mich meine Fahrt erstmal nach La Spezia und von La Spezia nach Genua geht es dann diese wunderschöne Strecke direkt an der Meeresküste entlang. Welche Fahrzeuge wir haben werden, weiß ich noch nicht. Das ist das, was mich hier in Italien so ein bisschen nervt. Es gibt überhaupt keine Quellen, über die man zuverlässig rausfinden kann, welche Fahrzeuge wo unterwegs sind oder welcher Zug mit was für einem Fahrzeug fährt. Das ist in vielen anderen Ländern deutlich einfacher. Deswegen ist die italienische Eisenbahn für mich auf der Reise so ein bisschen Überraschungsei. Also ich weiß nie, was vorher kommt. Ich hoffe natürlich auf einen Zug mit Übersetzfenstern. Klar, an so einer schönen Strecke am Meer entlang. Was gibt es da Schöneres als Übersetzfenster? Ich hoffe, dass es da sowas gibt. Aber ich befürchte schon fast, dass wir wieder mit sehr hochmodernen Triebwagen rumfahren werden. Aber mal schauen. Also, auf geht's nach La Spezia erstmal. La Spezia Centrale ist nun erreicht. La Spezia, auch eine wunderschöne Stadt, für die jetzt aber leider überhaupt gar keine Zeit mehr bleibt, für mich die anzuschauen. Denn für mich geht es jetzt auch gleich schon weiter. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in Richtung Genua fahren möchte, auf dieser wunderschönen Strecke, die an der Meeresküste entlang führt. Ich habe jetzt allerdings den guten Tipp bekommen, dass auf halber Strecke in Sestri Valente, dass dort ein Regionalzug startet, auf dem ich doch nochmal etwas höhere Chancen haben könnte, ein bisschen interessantere Fahrzeuge zu erwischen. Deswegen fahre ich jetzt erstmal mit dem Intercity nach Sestri Valente und dann von Sestri Valente direkt weiter mit dem Regionalzug nach Genua. Das ist der Plan für jetzt. Mal schauen, was mich erwartet. Wetter ist auf jeden Fall super.
So, dann schauen wir jetzt mal, was wir da für ein Fahrzeug bekommen. Ja, Mai, dann schauen wir uns die schöne Landschaft halt durch eine Glasscheibe an. Auch nicht so schlimm. Angekommen in Genua oder auf Italienisch Genova. Ja, also die Strecke, die war wirklich sehr schön. Ja, wenn man mal was gesehen hat, 60-70% der Fahrt sind wir nämlich nur durch Tunnel durchgefahren. Also das war eigentlich eine sehr düstere Fahrt. Gut, habe ich euch jetzt im Video nicht gezeigt. Ich habe euch jetzt eher die schönen Stellen gezeigt, an denen man was gesehen hat. Ja, und gescheite Übersetzfenster. Das hätte ich schön gefunden auf dieser Fahrt. ja. Auf mich wartet jetzt noch ein weiteres Highlight, was ich hier in Italien austesten möchte. Und zwar, ich möchte hier mit einem Nachtzug fahren. Immer wenn ich irgendwo im Ausland bin, möchte ich nach Möglichkeit auch einen Nachtzug austesten. Und dazu fahren wir jetzt nach Milano, also nach Mailand. Und werden uns heute Abend noch ein bisschen Mailand anschauen. Und ja, dann geht's über Nacht von Mailand nach Neapel mit dem Nachtzug. Das ist der restliche Plan. Angekommen in Milano Centrale, also Mailand Hauptbahnhof. Und schaut mal, hier steht endlich mal was Altbautechnisches mit Übersetzfenstern. Der fährt Richtung Tirano. Das ist, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre, an der Grenze zwischen Schweiz und Italien. Aber das merke ich mir mal, dass es in Richtung Tirano so einen Einsatz gibt. Ich habe mir jetzt gerade auch überlegt, ob ich vielleicht zwei, drei Stationen mit dem Zug mitfahren soll. Allerdings, guck mal, wie voll der ist. Ja, da konzentriere ich mich heute Abend, die letzten zwei Stunden, jetzt lieber noch auf Mailand, mir das die Stadt mal anzuschauen. Und ja, ich habe jetzt hier nur noch zwei Stunden Zeit. Eigentlich habe ich fast drei Stunden eingeplant, aber mein Zug ist mit 45 Minuten Verspätung hier angekommen. Ja. Im Übrigen, die Zuverlässigkeit der Züge in Italien ist, ja, es kommt drauf an, wie an guten Tagen in Deutschland. Also es ist nicht so schlimm wie in Deutschland, aber es ist jetzt auch nicht so vorbildlich super wie in der Schweiz. Es ist so ein Mittelding. Also einige Regionalzüge haben schon Verspätung. Also ich habe jetzt hin und wieder mal so Verspätungen gehabt in so zwischen 20 und 40 Minuten und heute halt 45 Minuten. Aber ich habe auch einige pünktliche Fahrten gehabt. Also es ist bei weitem nicht so schlimm wie in Deutschland.
Bevor wir uns jetzt aber die Stadt anschauen, möchte ich mir es trotzdem nicht nehmen lassen, diesen Zug jetzt hier noch bei der Ausfahrt aufzunehmen. Jetzt noch ein netter Abend hier in Milano, auch noch mal mit ein bisschen Stadtverkehr. Ja, und hier steht der Intercity Notte, also der Nacht-Intercity. Mit dem fahre ich jetzt bis nach Salerno, das ist in der Nähe von Neapel. Ja, und da schauen wir jetzt mal rein. Also was mich jetzt schon ein bisschen nervt, die Wagen sind wild zusammengewürfelt. Zuerst kommt Wagen 7, dann kommt Wagen 5, dann kommt Wagen 8, dann kommt Wagen 1, dann kommt Wagen, was weiß ich. Ganz hier am Ende ist mein Wagen 4. Das ist Wagen 4. Und so lang ist der gesamte Zug. Ja, hier, Wagen 4, das sieht doch gut aus. Ja, und das hier ist mein Schlafabteil. Ich scheine Glück zu haben, meins ist nur mit 3 Leuten besetzt. Wenn wir mal hier in alle anderen Abteile reinschauen, die sind überwiegend zu viert besetzt. Ja, also anders als bei der Bulgarienreise hat es hier jetzt natürlich für ein Privatabteil finanziell nicht gereicht. Das kostet hier über 200 Euro und als Einzelperson habe ich jetzt 60 Euro gezahlt. Ja gut, es ist mir eigentlich relativ unangenehm, mit fremden Menschen in einem Raum zu schlafen. Und hier ist mein Schlafplatz und direkt nebenan schläft irgendeine fremde Person. Keine Ahnung, also eigentlich ja, fühle ich mich dabei unwohl, aber ja komm, ist nur eine Nacht. Wir fahren hier um 20 Uhr los, um 6 Uhr kommen wir an. Und ja, komm, ich werde es überleben. Mal schauen, vielleicht ist es auch ganz schön. Vielleicht sind es auch angenehme Mitreisende. Ich lasse mich überraschen. Hier nur mal wieder kurz zur Erklärung. Hier kann ich das Licht einstellen. So habe ich es ganz hell. Hier habe ich es gedimmt und hier ist es ganz aus. Ja, genau, hier kann ich Lautstärke einstellen. Hier die Temperatur ein bisschen regeln und das da drüben. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber der Schalter, der ist auch hier. Also vielleicht ist es so ein Rufknopf fürs Personal. Das kann ich mir vorstellen. So sieht es aus. Steckdose gibt es hier unten. Oben finde ich jetzt nirgendwo eine. Also wenn man den Platz oben hat, ist ein bisschen doof. Hat man keine eigene Steckdose. Und hier ist auch schon das Bettzeug bereitgelegt. Frisch verpackt. Da weiß ich auf jeden Fall zu 100%, dass es frisch ist. Auch ganz wichtig. Ja.
Was ich in dem Wagen aber auch praktisch finde, hier gibt es eine Toilette. Und direkt hier um die Ecke, da gibt es nochmal einen Raum mit nur einem Waschbecken. Auf einem Nachtzug gar nicht mal so schlecht, dass man da mehr Waschraummöglichkeiten anbietet. Und hier übrigens das gleiche Problem wie in Bulgarien. Man kann das Abteil natürlich von innen abschließen, von außen allerdings nicht. Es sei denn, man hat einen Vierkantschlüssel dabei. Was ich habe, aber ich will jetzt hier auch nicht rumschlüsseln. Meine beiden Mitreisenden waren zwei Senioren, die waren ganz friedlich und ich habe auch wunderbar schlafen können, besser als erwartet. Am nächsten Morgen gab es ein kleines Mini-Frühstück, einen Saft, Kekse und einen kleinen Kaffee. Und dann sind wir schließlich pünktlich um 6 Uhr in Salerno eingetroffen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb und drumherum. Wir sind angekommen hier in Salerno, im wunderschönen Salerno, während hier gerade die Sonne aufgeht. Ja, die Fahrt im Nachtzug, die war relativ angenehm. Ich habe tatsächlich echt gut geschlafen, wie man in einem Nachtzug so halt schläft. Klar, in einem Zug zu schlafen, da ist die Schlafqualität nie so hoch, wie wenn du jetzt in einem geschlossenen Raum in einem Bett schläfst. Aber ja, ich bin verhältnismäßig fit, habe auch gut geschlafen eigentlich. Es war halt wieder doof mit so einer dünnen Decke, aber ja, da habe ich einfach meine Jacke noch drüber gelegt und dann war das auch in Ordnung so. Ja, die gesamte Italienreise ist fast zu Ende und ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt mal zum großen Fazit. Wie fand ich Italien? Würde ich wieder hier hinreisen wollen? Boah, schon? War es hier so toll, dass ich hier möglichst zeitnah und am liebsten schon nächste Woche wieder hierher reisen möchte? Nee, eigentlich nicht. Wie ich vorgestern Abend in Florenz bei meinem Zwischenfazit schon angesprochen habe, Italien ist ein wunderschönes Land mit wunderschönen Landschaften, richtig freundlichen Leuten. Die Leute sind mega gastfreundlich hier. Also das war alles wirklich tipptopp. Die Eisenbahn hier ist relativ in Ordnung, die ist zuverlässiger als in Deutschland, aber jetzt auch nicht so zuverlässig wie in der Schweiz. Und ja, das, was jetzt folgt, ist nur meine subjektive Wahrnehmung und meine Meinung. Ich weiß, das kann man auch anders sehen, aber für mich persönlich als Eisenbahnfan ist die Eisenbahn hier in Italien tatsächlich relativ langweilig, muss ich sagen. Ich war ja 2019 an meinem 18. Geburtstag schon mal kurz in Italien, einen Tag in Venedig. Da hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht, alles schon ewig her. Und da habe ich hier noch wesentlich mehr Altbau rumfahren sehen.
Und jetzt nochmal ganz kurz, das ist meine Meinung, meine subjektive Wahrnehmung. Und ich persönlich bin auch einfach der Meinung, bei so einer schönen Landschaft mit dem Zug, da gehören offene Wagen mit Übersetzfenstern drauf. Da kann man die Landschaft mit dieser Eisenbahn doch viel schöner und besser genießen. Ist aber wie gesagt nur meine subjektive Wahrnehmung. Wie gesagt, das kann man anders sehen. Ich persönlich, ich sehe es so. Im Großen und Ganzen bleibt für mich, dass das wirklich eine wunderschöne Reise gewesen ist. Ich bin gerne hier unterwegs gewesen. Es war wieder eine schöne Reiseerfahrung, definitiv. Und ja, mal schauen. Vielleicht sehen wir uns hier mal wieder in Italien. Ich werde jetzt hier noch den Sonnenaufgang in Salerno verbringen. Dann geht es mit dem Zug nach Neapel oder auch auf Italienisch Napoli genannt. Und von Neapel geht dann heute Mittag um 13 Uhr mein Eurowings-Flug direkt zurück nach Stuttgart. Ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, ob ich zum Abschluss der Reise nochmal mit dem Frecciarossa fahren soll. Der italienische Hochgeschwindigkeitszug, aber der fährt jetzt ab um 7.44 Uhr und wir haben halt schon 7.40 Uhr. In 4 Minuten zum Bahnhof schaffe ich es von hier nicht. Schade. Diese Mitteleinstiegswagen hier sind übrigens offiziell auch N-Wagen. Schaut mal hier. Nur ist es hier irgendwie umgekehrt wie bei uns. Bei uns ist ja zuerst Groß B, dann Klein N. Hier ist es NB. N-Wagen. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, mir die Stadt Neapel auch noch ein bisschen anzuschauen. Allerdings kommt mir das alles hier so ziemlich eigenartig vor. Ich bin angekommen in Neapel am Hauptbahnhof und was da für Gestalten rumlaufen. Ich habe mich total unwohl gefühlt in der Stadt. Dann habe ich mal recherchiert und rausgefunden, Neapel ist die siebtgefährlichste Stadt Europas. Also ohne Scheiß, ich bin in der siebtgefährlichsten Stadt Europas gelandet hier. Also ja, ich habe mich so unwohl gefühlt dort und bin jetzt auf dem direkten Weg zum Flughafen gefahren. Und ja, jetzt geht's dann wieder zurück. Was ich euch auch mal noch erzählen wollte, das habe ich jetzt, glaube ich, im Verlauf der Reise kein einziges Mal erwähnt. Ich bin ja eigentlich offiziell auch Halbitaliener. Das kann man ja vielleicht schon mutmaßen, wenn man meinen Namen hört. Ja, mein Vater, der ist tatsächlich Italiener. Allerdings bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen und kann dementsprechend kein einziges Wort Italienisch. Das hat hier schon das ein oder andere Mal zu verwunderten Gesichtsausdrücken geführt. Ich meine, wenn man einen italienischen Vor- und Nachnamen hat, und dann beim Check-in im Hotel oder bei der Fahrkartenkontrolle, wenn die den Namen sehen, haben die mir manchmal nicht so richtig abgekauft, dass ich kein Italienisch sprechen kann. Das war manchmal schon ein bisschen lustig. Aber naja, gut. Aber wie gesagt, jetzt fliegen wir zurück. So, wir haben jetzt hier die Ehre, mit diesem Airbus A320-200 mitfliegen zu dürfen. Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings bringt uns auf direktem Wege nach Stuttgart. Das Boarding ist nun abgeschlossen und auf dem Weg zur Startbahn sehen wir hier nochmals den Vesuv, ein großer Vulkan, der sich über Neapel emporzeigt. Der Kapitän setzt nun die Triebwerke auf Toga und es kann losgehen. So gerne ich auch immer fliege, was ich auf manchen Flügen echt langweilig finde, ist, wenn alles bewölkt ist und man aus dem Fenster stundenlang gar nichts sehen kann. Auf diesem Flug hingegen hatten wir strahlend blauen, klaren Himmel und
Dementsprechend die Aussicht auf diesen Flug ein echtes Highlight. Ich werde euch per Audiokommentar auf diesem Flug begleiten. Nachdem es zunächst über das italienische Apenninbürger ging, welches wir bereits zwischen Bologna und Florenz per Zug durchquert haben, gab es dann erstmal Mittagessen. Nudeln mit Tomatensoße und beim Fliegen irgendwie immer obligatorisch Tomatensaft. Der war so gut, dass ich mir gleich nochmals Nachschub bestellt habe. Und dann begann die spektakuläre Aussicht auf die Alpen. Genießt gerne die traumhaft schönen Eindrücke aus 12.000 Metern Flughöhe. Und als ob das nicht schon genug des Guten war, hatten wir nur noch die Ehre, über den Bodensee zu fliegen. Hier sehen wir Bregenz im österreichischen Teil. Und hier sehen wir Lindau in Deutschland. Weiter flogen wir über Ravensburg, Biberach. Hier sehen wir Munderkingen an der Donautalbahn, Ehingen an der Donau und hier sehen wir Almendingen bei Schäklingen mit dessen charakteristischen Steinbrüchen. Da ich vor allem in den Jahren 2016 bis 2019 sehr oft in dieser Region gewesen bin, Stichwort 628, 218 N-Wagen, Donautäler Radexpress, kenne ich diese Region doch relativ gut. Schön war es entsprechend, dies aus der Luft wiederzusehen. Inzwischen befinden wir uns im finalen Landeanflug auf den Flughafen von Stuttgart. Wir kommen aus südlicher Richtung über Plochingen und Esslingen herein, ein kurzer Blick noch auf Ostfildern und dann landen wir schließlich auf der Piste 25 in Stuttgart. Das Fazit zur Reise habe ich euch ja vorhin in Salerno schon wissen lassen. Abschließend kann ich nur nochmals betonen, was für eine schöne Reise dies gewesen ist. In einem Land wie Italien, wo vor allem Gastfreundschaft sehr groß geschrieben wird. Schade, dass mich die Eisenbahn auf dieser Reise nicht so sehr überzeugen konnte. Habt ihr vielleicht Tipps für mich, die ich bei einer eventuellen zweiten Italienreise umsetzen könnte? Ja? Dann wisst ihr Bescheid, wo die Kommentarspalte ist. In diesem Sinne, fürs Zuschauen danke ich euch ganz herzlich. Wiedersehen und bis zum nächsten Mal dann.